Herzlich willkommen hier auf der Photokina. Es freut mich, euch alle am Fuji-Stand hier begrüßen zu dürfen. Ich bin ja seit einigen Jahren recht wirklich stolzes Mitglied dieser Fuji X-Fotografer-Familie. Und ich möchte euch jetzt in den nächsten 40 Minuten einfach ein bisschen was von meiner Arbeit erzählen. Vom Alltag. Wie verdiene ich mein Geld? Womit verdiene ich es? Mit welcher Art von Fotografie? Welches Equipment verwende ich? Und ja, wie laufen solche Geschichten, solche Projekte ab? Nichts Spektakuläres, aus allen Bereichen der Fotografie ganz normale Geschichten und Produktionen. Und einstimmen und ein bisschen runterfahren für euch und auch für mich, weil der Lärmpegel hier ist enorm, möchte ich euch mit ein paar Bildern aus den Bayerischen Alpen, also aus meiner Bergheimat, ich komme ja aus Kochel am See, und da war ich im Estergebirge auf der Weilheimer Hütte und habe einfach ganz alleine für mich einen wunderschönen Morgen am Grottenkopf, am Gipfel mit dieser Morgenstimmung und mit dem Sonnenaufgang verbracht. Dieser Morgen, der war für mich natürlich wunderschön. Alleine da oben stehen, Stille, die Berglandschaft, kein Wind, es war nicht ungewöhnlich kalt. Aber diese Bilder, die kann ich kommerziell eigentlich kaum verwenden. Vielleicht mal für einen Kalender, vielleicht mal in einem Bildband, aber davon eine Familie ernähren oder mich selbst ernähren, das geht in der Regel nicht. Aber so Auftragsprojekte, so Geschichten, zum Beispiel in diesem Fall jetzt ein Auftrag von National Geographic, da habe ich vor 5 Jahren mal ein Bildband über die Hütten der Alpen fotografiert und der ist so gut gelaufen, dass der Verlag daherkam und mir schon 2 Jahre später den nächsten Auftrag gegeben hat für ein neues Buch. Und das ist jetzt so eine Geschichte, wirkliches Produzieren. Da ist es nicht mehr so, dass ich auf meinen Bauch höre und nach gut Ding und Laune und Intuition irgendwo hochfahre. Da habe ich eine sehr durchorganisierte Woche jetzt zum Beispiel hier in der Schweiz gehabt. Wir sind jetzt hier auf der Cerva-Hütte und das läuft so ab. Am Vormittag Anreise, am Nachmittag der Aufstieg, am späten Nachmittag dann noch die Hüttenwirtin porträtiert vor der Hütte mit ein paar Aufnahmen. Am nächsten Morgen ging es hoch auf den Piz Cerva, 3.500 Meter hohen Berg. Und ja, dann wieder runter, wieder Hüttenbilder machen, Abstieg ins Tal, 3 Stunden Autofahrt an den Lago Maggiore und von dort wieder 800 Höhenmeter Aufstieg zur nächsten Hütte. Das heißt, ich konnte das Wetter nicht beeinflussen. Ich musste das nehmen, was ich hatte. Egal ob Schönwetter, Gewitter, Sturm, Schlechtwetter. Ihr seht schon hier im Aufstieg zu diesem kleinen Refugio Allen kam ein Gewitter daher. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, naja Bernd, mal für den Kunden wäre es vielleicht schöner wolkenlos. Hey, im Nachhinein muss ich sagen, diese Gewitterwalze dort oben war es auch für mich so eindrucksvoll, so spannend, sowas mal zu erleben, zu sehen, diese Grautöne, bizarr. Es hat gestürmt und geschüttet die ganze Nacht. Am nächsten Morgen, als wäre nichts gewesen, klare Luft. Ein schöner Morgen. Ich konnte wieder meine Bilder machen, weil Fakt ist natürlich schon, in so einem Bildband über die Hütten der Alpen, da werden eine Handvoll Schlechtwetterbilder gedruckt. Aber 90% der Bilder sollen Lust machen, sollen Laune machen, sollen schön sein. Da wollen die Leute, die Betrachter einfach mitgerissen werden und selber Lust bekommen, dorthin zu reisen. Aber trotz dieser Intensität in dieser Woche haben wir solche Momente gehabt. Die Fotografie war durch, das wird ungefähr um 7:30 am Morgen gewesen sein. Und dann kam ein Frühstück dort oben auf dieser Hüttenterrasse. Aber für uns, für den Textautor Frank Eberhardt aus Augsburg und mich, ging der Stress wieder weiter, 800 Höhenmeter Abstieg, 4 Stunden Autofahrt in die Walliser Alpen nach Tesch,
beziehungsweise dann mit dem Zug hoch nach Zermatt und dann noch der lange Aufstieg am gleichen Tag zur schönen Bielhütte. Also über eine Woche jeden Tag eine andere Hütte, jeden Tag eine andere Region in der Schweiz. Wir sind hochgekommen und es war erstmal alles zu. Wir haben die Hütte nur im Nebel gesehen, wir haben die Berge ringsherum nicht gesehen, die Landschaft ringsherum nicht. Aber ich bin irgendwie ruhig geblieben, weil ich mir gedacht habe, hey, wahrscheinlich irgendwas wird schon kommen. Dann reißt's auf, ich habe die Hütte vor einem Resttalnebel und rechts oben steht's Matterhorn. Und das finde ich so faszinierend schön bei einem wolkenlosen Wetter, Top-Wetterbericht. Natürlich kann ich da planen, was ich kriege. Aber diese Wetterlagen im Hochsommer, das war im Juli vor 2 Monaten erst, diese Wetterlagen, die machen das eben so spannend, weil ich nicht weiß, was ich kriege. Ich muss mich einfach auf das einlassen, was da kommt. Und auch hier, dieser Bergsteiger vor der schönen Bielhütte, das konnte ich nicht planen. Der war einfach oben und saß da. Dann habe ich die Bilder gemacht und habe natürlich hinterher gefragt, habe ihn darauf angesprochen, habe ihm auch schon Erinnerungsbilder geschickt und habe ihm selbstverständlich versprochen, dass er den Bildband bekommt, wenn er nächstes Jahr mit im Buch sein sollte. Also das ist eine Selbstverständlichkeit, die dazugehört. Jetzt sind wir schon bei der nächsten Hütte, wieder im Wallis, auf der Nordseite vom Rhonetal. Hier, so schaut das Leben von Textautoren aus. Gell? Die marschieren da hoch, schauen sich ein bisschen die Landschaft an. Gut, ab und zu hat er sich ein paar Notizen gemacht. Seine Gesamtausrüstung bestand aus einem Block und einem Bleistift. Natürlich die Bergwanderausrüstung. Aber ich habe es mir im Laufe dieser Woche auch gut gehen lassen. Ich hatte dabei eine XT2, das 14er, das 1423, 2050 und 2090. Also eine ganz leichte Ausrüstung. Mit Akkus, mit Speicherkarten komme ich auf 3, 3,5 Kilo. Und das kann ich auch auf langen Touren, wo ich jeden Tag 1000 Höhenmeter, 1500 Höhenmeter gehen muss, noch problemlos tragen. Ja, die Vivanne-Hütte, echt ein Geheimtipp. Auf der Südseite der Berner Alpen, also schon in der Region Wallis und sehr, sehr schön gelegen. Und jetzt wollten wir richtig rein in die Berner Alpen zur Schreckhornhütte. Was jetzt kam, war allerdings ein bisschen kritisch. Die Wetterberichte waren katastrophal. Die Wettersituation war in der Früh, wo wir rübergefahren sind, nach Grindelwald schon sehr schlecht. Es hat schon begonnen zu regnen. Und alle Wetterberichte sagten für den späten Nachmittag schwere Gewitter. Und wir haben wirklich versucht, vor diesen Gewittern weg, so schnell wie möglich rein, zu dieser Schreckhornhütte aufzusteigen. Das sind 1300 Höhenmeter. Das ist ein mühsamer, langer, anstrengender Anstieg. Wir hatten nur ein bisschen Hochtourenausrüstung dabei, weil wir nicht wussten, gehen wir auf die Gletscher, ja, nein. Aber bei mir insgesamt, mei, ein 12-Kilo-Rucksack ist gleich beieinander. Und dann halt Gas geben. Die letzten 1, 1,5 Stunden sind wir dann voll ins Gewitter gekommen und in den Regen gekommen. Wir waren patschnass. Wir hatten am Körper keinen trockenen Faden mehr. Und gleichzeitig natürlich die Angst, hoppala, wie schlimm wird's Gewitter? Sind wir gefährdet? Sind wir irgendwo exponiert auf dem Grat oder nicht? Und das war ein wunderbarer Moment, wo wir dann im Nebel, in diesen Wolken, in diesem Wind und Regen die Hütte gesehen haben. Und dieser Moment, da reinzugehen, so waschelnass, wie der Bayer sagt. Und dann kam die Hüttenwirtin daher, die Ludivinia. Eine schon etwas ältere Hüttenwirtin, eigentlich schon in Rente. Und dann lacht die uns an und sagt euch, jetzt mache ich euch erstmal 2 Schüsseln mit heißem Wasser. Wir waren die einzigsten Gäste da oben und konnten uns mit heißem Wasser erst einmal ein bisschen abwaschen. Und dann hat sie uns in den Waschraum gleich 1 Liter Kräutertee gebracht, total gesüßt. Also geschätzte 50 Zuckerwürfel werden da drin gewesen sein, aber sie hat gemeint, das passt schon, das gibt uns wieder Kraft. Und für mich das Kritische war dann tatsächlich, wie kriege ich meine Bilder bei dem Wetter? Es hat nämlich nicht aufgerissen. Ich habe dann in der Dämmerung fotografiert und vom Wetter her, das, was ich an Panorama gesehen habe, war das. Aber so eine gewaltige, große Urlandschaft dort oben. Das ist das obere Eismeer und die normalen Wanderer kommen da eigentlich nicht hoch, weil es schon zu weit ist. Es sind ein paar Klettersteigpassagen im Hüttenzustieg. Tja, und die Geschichte ging noch weiter, die war noch nicht vorbei.
Am Abend haben wir mit der Hüttenwirtin Wetterberichte geschaut und dann sagen die Wetterberichte ab 8 Uhr am nächsten Morgen wieder Gewitter. Das heißt, 4 Uhr aufstehen, 5 Uhr Abmarsch und um 8 Uhr mit dem ersten Gewitter waren wir tatsächlich wieder in Grindelwald. Also das, was ihr hier gesehen habt, diese Woche in der Schweiz, das ist reines Produzieren, gut organisiert, gut geplant, aber wenn ich ehrlich bin, nach so einer Woche bin ich erstmal platt. Da brauche ich daheim 2-3 Tage, wo ich wirklich Couch, Füße hochlagern und ja, einfach wieder in die Kraft kommen. Was ich daheim dann aber schnell wieder anfange, ist das Fotografieren für mich. Für Buchprojekte, jetzt hier Bayerische Alpen, meine Bergheimat. Und wenn die Aufstiege nicht allzu lang sind, dann nehme ich mittlerweile total gern die GFX 50S mit. Ich habe 2-3 Objektive dann nur dabei. Das 23er, das 32-64 und gelegentlich das 110er. Drei magische Objektive mit einer Irrsinnsbildqualität und durch den großen Sensor einfach ganz viel Tiefe im Bild. Dieses räumliche, plastische ist da einfach enorm. Tja, aber nicht alles klappt. An der Brechersbitze, gerade eben hatte ich Top-Bedingungen. Ein paar Tage später bin ich am Heigelkopf oben gewesen und die Wetterberichte haben eigentlich gesagt, dass es aufreißt und unten ein Nebelmeer ist. Das Problem war, das Nebelmeer war ungefähr 100 Meter über dem Gipfel. So, ich hock da, was fange ich an? Grasbüschel zu fotografieren. Dann habe ich überlegt, wie lange warte ich noch? Und so nach 1-1,5 Stunden warten, habe ich die Drohne ausgepackt, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe eine neue Drohne, also fliege ich mal ein bisschen rum im Nebel und einfach, ja, Beschäftigungstherapie. Ich hatte keine Ahnung, wie fliegen. Hin, her, also es war einfach neu und ja, habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt mal aus und schaue dann halt recht blöd selber in die Kamera. Und dann kam mir eine Idee, ich könnte ja mal schauen, wie weit die Nebelgrenze über mir ist. Und diese Idee kam mir recht spontan und habe mir gedacht, ja, okay, jetzt fliege ich ja mal hoch. Was ich natürlich nicht ahnte, dass da oben der Wind wesentlich stärker war als da, wo ich gesessen bin. Und irgendwann habe ich ja realisiert, ja, Scheibenkleister, was ist denn, wenn ich da überhaupt nichts mehr sehe? Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal diese Rückflug, also zum Startpunkt Rückflug, Automatik. Und mitten im Nebel, so 60, 80 Meter über mir, habe ich dann Panik bekommen und bin einfach wieder senkrecht nach unten geflogen. Aber Fakt war, der Nebel wird so 100 Meter über mir gewesen sein. Das sind so Tage, die auch dazugehören, wo man kein einzig wirklich brauchbares Bild kriegt, die aber einen trotzdem irgendwo wieder ein bisschen weiterbringen. Im Nachhinein muss ich sagen, hey, der Morgen war gut, der hat irgendwo Spaß gemacht und ich habe ein Grasbüschel und einen Baumstumpf fotografiert. Tja, that's it. Also 2 Tage später an einem kleinen See in einem alten Steinbruch im Murnauer Moos. Den See kannte ich lange Zeit auch nicht, der Köchelsee. Der ist wirklich durch diese Steinbrucharbeiten entstanden und man muss gar nicht weit gehen, um dorthin zu kommen. Für mich wieder klassisch GFX. Mal schauen, was ich da bekomme. Dann fotografiere ich hier in dieses Gegenlicht rein, voll in die aufgehende Sonne, bin vom Histogramm her schon weit links und tja, zu Hause probiere ich dann aus, hey, wie weit kann ich denn die dunklen Bereiche aufmachen? Rechts seht ihr das Ergebnis. Ich kann sie mit der GFX wahnsinnig weit aufmachen. Also selbst ein völlig unterbelichtetes Bild in den Schatten mit 3, 4, 5 Blenden unterbelichtet, mache ich auf über den tiefen Regler in Lightroom oder in Photoshop und bekomme die volle Zeichnung ohne Rauschen. Und das ist eben dieser große Sensor mit diesem enormen Dynamikumfang, mit diesem wirklich sehr, sehr plastischen Bildeindruck. Naja, und seitdem ich das weiß, hier am Stern, das ist jetzt über dem Kochler Moos, wieder bei uns zu Hause am Alpenrand, seitdem ich das weiß, kann ich punktgenau belichten.
Also die hellsten Bereiche im Histogramm, das heißt die Sonne, ist am rechten Rand des Bildrandes oder minimal drüber hinaus. Das bedeutet aber in den schattigen, dunklen Bereichen, dass es viel zu dunkel ist. Aber ich weiß einfach, ich kann sie wirklich nach Bedarf bzw. nach Belieben aufmachen, ohne dass ich Qualitätseinbußen habe. Ich möchte jetzt nachfolgend ein bisschen auf so Themenbereiche von der Fotografie, von meinem Bereich der Bergfotografie eingehen. Und das eine ist natürlich die Makrofotografie im Gebirge. Oftmals habe ich nur einen Zwischenring oder eine Nahlinse dabei, zum Beispiel für das 2090. Fantastisch, diese Bildergebnisse, die ich da bei offener Blende kriege. Es gibt aber auch Touren, Tage, wo ich ganz bewusst ein Makroobjektiv mitnehme. Zum Beispiel im Frühling, wenn ich weiß, es blüht eh alles, es sind mehr als genug Möglichkeiten da, und dann nehme ich manchmal auch ein ganz spezielles kleines Makrostativ mit, wenn ich bodennah arbeiten will. DXT2 und das neue 80er Makro. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ich kann mich auch einfach nur in den Dreck, in den Kies legen, dort oben am Berg. Also wir sind jetzt hier am Steinberg in den Berchtesgadener Alpen und das Bild aus der Hand machen. Freilich könnte ich das. ISO 800, ISO 1200, fast offene Blende, und der Image Stabilizer im Objektiv ist so gut, dass ich kein Problem habe, da ein scharfes Bildergebnis zu bekommen. Aber es gibt halt noch dieses andere Argument in der Fotografie, dieses zur Ruhe kommen, dieses wirkliche Gestalten von Bildern, dieses Arbeiten mit Licht, punktuellem Licht, Lichtspots. Und da ist es tatsächlich so, dass ich auch da, wo ich könnte, trotzdem das Stativ immer wieder einsetze. Das macht was mit mir. Ich fahre noch weiter runter. Ich lasse mich noch weiter auf ein Motiv ein. Und letztendlich bin ich immer zu dem Ergebnis gekommen, hey, es hat sich gelohnt. Ganz unabhängig von dem Faktor, dass es eben auch wahnsinnig Spaß macht. In den Bergen alles um sich herum zu vergessen, was heute hier echt schwer ist. Also diese Geräuschkulisse ringsum ist irre. Die Temperatur hier drin ist hoch. Aber dort oben in so einem Moment hier jetzt auf dem Gipfel vom Steinberg, 5:30 in der Früh, das allererste Licht. Und du weißt genau, um dich herum, auf 10 Kilometer ist kein Mensch. Nichts. Du bist alleine irgendwo da oben, genießt dieses Licht, spielst an so winzigen Blumen rum und schaust einfach nur immer wieder in die Landschaft. Naja, und dann ab und zu entdeckt man mal ein bisschen ungünstig gelegenes Motiv, und da ist dann natürlich der Stabilizer und die Möglichkeit von einer etwas höheren ISO-Empfindlichkeit genial. Ja, jetzt kommen wir in eine andere Region, wo ich sehr, sehr gerne bin. Der Norden Norwegens. Die Lofoten. Fotomotive vom allerfeinsten. Berglandschaften, Bergwandern, Skitouren gehen, Klettern. Da oben kann man einfach alles machen. Umgeben von tollen Fischerdörfern, umgeben von ja, irrsinnig schöner Landschaft und manchmal irrsinnig schönem Licht. Jetzt waren wir dieses Jahr im Februar zu fünft dort oben. Ein paar Freunde von mir, kein Auftrag. Einfach für mich privat dort oben mit der GFX fotografieren. Rechts mein Nachbar, der Max, ist ein Schafkopfspätzl von mir, mit dem spiele ich immer Karten. Dann ein paar Fotofreunde, und wir waren auf der Gazelle unterwegs. Dieser Zweimaster, 16 Meter lang, 8 Schlafplätze, der gehört einem Freund von mir, dem Jan Fasting. Und durch dieses Geschenk, durch dieses Glück, ihn als Freund zu haben, können wir alle 1-2 Jahre da oben mal schöne 10 Tage auf seinem Schiff verbringen. Und dann sind wir natürlich die Lofoten abgefahren.
in Fjorde hinein, außenrum um eine Insel. Es hatte tolle Lichtstimmungen. Vom Boot aus kann man natürlich nur aus der Hand fotografieren. Und da ist ein Telezoom 55-200 oder 100-400 natürlich sensationell. Da ist dann aber im Weitwinkelbereich, so wie jetzt gerade mit der hurtigruten Fähre, eine lichtstarke Festbrennweite auch vonnöten, um in der Dämmerung bei wenig Licht aus der Hand was machen zu können. Also die ersten Tage, wir sind rumgefahren, wir sind dann mit dem Dingi immer wieder an Land. Der Jan kennt sich natürlich da oben aus wie seine Westentasche, hat immer wieder schöne Stege angefahren, beziehungsweise wenn kein Steg da war, wir sind mit dem Dingi an Land und haben dann wieder im ersten Morgenlicht, in der Dämmerung, in der Abenddämmerung unsere Landschaften, unsere Stimmungen fotografiert. Und mit ein paar fotobegeisterte Kollegen oder Freunde ist es natürlich eine sehr gesellige Geschichte. Wir Männer, wir waren ja nur Männer auf dem Schiff, haben uns dann natürlich selber bekocht. Es war eher sehr einfach und spartanisch, aber wir haben alle überlebt, sind satt geworden. Naja, und dann ist was Unglückliches, Ungünstiges passiert. Ich bin krank geworden. Von einem Tag auf den anderen kam Husten daher, kam hohes Fieber daher und eine totale Erkältung. Also mich hat es komplett platt gemacht. Ich bin bei bestem Wetter, bestem Licht und schönsten Motiven 4 Tage im Schlafsack gelegen. Nur ganz, ganz selten mal raus, Toilette, was trinken, heißen Tee, ein Happen essen. Und als es dann besser wurde, kam dieser Morgen daher. Also es ging dann Gott sei Dank sehr positiv für mich weiter. Und ich habe dann hier ein bisschen rumexperimentiert. Schaut's mal auf die ISO-Empfindlichkeit, 1250. Das Schiff bei Wellen wackelt ganz schön. Und mit dem Mittelformat war es tatsächlich so, ich wollte ja ausreichend abblenden, um alles scharf zu bekommen. Ich wollte aber auch scharfe Bilder haben. Bei Blende 8, je nachdem, was ich brauche. Und deswegen habe ich darum experimentiert mit der GFX. Wie weit kann ich denn hochgehen mit der ISO-Empfindlichkeit? Und zu Hause am Rechner habe ich dann festgestellt, hey, es ist eigentlich völlig egal. Bis ISO 2000, 3000 bringt diese Kamera sensationell gute Bildergebnisse. Hier in diesem Fjord vom Schiff aus konnte man natürlich auch kein Stativ aufbauen, lief auch aus der Hand. Dann sind wir am letzten Abend Gettfjör angefahren, einen kleinen Hafen auf den Lofoten. Und wir hatten in diesen 10 Tagen natürlich totale Lust auf Nordlichter. Das war mit ein Grund unserer Reise. Aber wir haben kein einziges bis dahin gesehen. Und dann kam die letzte Nacht vorm Rückflug und punktgenau kamen auch die Nordlichter. Auch hier für mich wieder das Experiment, hey, wie weit kann ich gehen? ISO 3200, offene Blende mit dem 23er, kein Rauschen, kein Problem, nichts. Also ich war total begeistert und das von einer Mittelformatkamera, wo man noch vor 5, 8 Jahren maximal bis ISO 200 gehen konnte. Also da hat sich unglaublich viel getan. Ja, Thema Wasser. So faszinierend, ihr kennt es alle, ganz, ganz viele lieben es wirklich, weil es also Potenzial, Möglichkeiten bietet ohne Ende. Überall auf der Welt, vor dem eigenen Haus, in den eigenen Bergen oder auf Reisen. Trotzdem erlebe ich immer wieder Neues. Ich erlebe so manch neue Ecke in meiner Bergheimat, die ich vorher nicht kannte. Das war ein Tipp hier vom Eugen Hüßler, der hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, Bernd, kennst du eigentlich das Grottenbachtal? Sage ich, na, war ich noch nie, habe ich ja noch nie gehört. Und dann bin ich dahinter marschiert, also erst einmal viele, viele Kilometer auf einer Vorstraße geradelt, dann reingelaufen, dann in die Schlucht runtergeklettert und habe Wasserfälle gefunden mit alten Baumstämmen drinnen, mit überspülten Felsen, kristallklares Bergwasser, das Ganze im Frühling, also frisches Grün ringsrum. Und ja, da geht nichts ohne Stativ, da ist das Stativ essentiell, um diese langen Verschlusszeiten zu erreichen.
die dann das Wasser so fließend weich machen. Und auch das ist wieder so ein Beispiel, wo ich komplett alles um mich herum vergesse. Wo ich nur in der Fotografie bin, wo ich nur meine ganze Konzentration, meinen Fokus, meine Gefühle, alles in diesen Moment, in diese Bilder, in dieses Erleben packe. Und das ist wirklich auch so ein Punkt, da packe ich mich selber gelegentlich an der eigenen Nase. Diese Begeisterung für die Fotografie, die bringt mich auch manchmal dazu, das Drumherum ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Und ich mache das dann immer wieder ganz bewusst, dass ich sage, hey cool, es war ein schöner Platz hier, ich habe ein schönes Bild bekommen, aber jetzt lege ich die Kamera weg, ich packe sie ein, ich mache sie aus und schaue einfach nur mal diese Landschaft an. Hinten im Grottenbachtal zogen dann 5, 6, 7 große Wasserfälle in Stufen hoch zu einem Hochplateau. Also gigantisch zum Fotografieren. Oben kam dann ein kleiner Bergsee, der Delbsee. Und ich war ja den ganzen Tag schon unterwegs, stundenlang in der Klamm am Rumklettern, um Bilder zu machen. Dann bin ich an den Wasserfällen rumgeklettert und rumgelaufen. Und an dem Abend habe ich nicht mal bis zum Sonnenuntergang fotografiert. Ich war irgendwann so gesättigt von Eindrücken und von Gesehenem, dass ich mich irgendwann einfach hingelegt habe. Stille, Natur, bin dann sogar eingeschlafen eine Viertelstunde. Also das darf auch sein. Also die Natur bietet uns nicht nur Motive, sie bietet uns auch wirklich dieses, ja, dieses irrsinnig intensive Erleben und Runterfahren irgendwo. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Geschichte. Geld verdienen tue ich natürlich auch über Werbekunden. Das sind bei mir Firmen, das sind bei mir Tourismusverbände. Und Tourismusverbände und Werbekunden, was wollen sie? Ja, junge, attraktive Frauen als Models. Also so geht's schon los. Die wollen auch eine andere Bildsprache, sie wollen aber trotzdem Outdoor-Sport. Also, in dem Fall hat mich der Tourismusverband aus dem Ötztal auf die Schweinfurter Hütte geschickt. Wir sollten neue Schneeschuhbilder machen, neue Skitourenbilder. Das Einzige, was war, ein bisschen unglücklich, das waren letzten Winter diese kältesten Tage des Winters. In der Früh los sind wir bei minus 26 Grad. So, die beiden Mädchen, die beiden Frauen hatten sich natürlich unglaublich dick angezogen, aber trotzdem bei den Bedingungen, bei der Temperatur ständig zu lachen, fiel ihnen schwer. Also, ein paar Eindrücke von diesem Morgen oben unterwegs Richtung Astlehn, Richtung Wasserfalle. Ja, für euch jetzt noch eine Info. Ihr kennt doch aus den Bedienungsanleitungen, aus den technischen Daten, alle diese Zahlen über den Temperaturbereich. Bei Fuji steht zum Beispiel minus 10 Grad bei den Kameras. Da war es so, ich hatte keinerlei Probleme bei minus 26 Grad. Also einwandfrei funktioniert, die Akkus haben gehalten. Ich habe pro Akku ungefähr 500 Bilder gemacht an diesem Morgen. Also einfach für euch als Erfahrungswert. Die sind sehr vorsichtig in ihren Angaben, es geht dann aber tatsächlich noch einiges mehr. Naja, zwischen diesen Geldverdienprojekten, diesen Aufträgen, dieser Werbefotografie, versuche ich immer auch bei meiner Leidenschaft zu bleiben, also so Herzensprojekte mir zu erfüllen, da dran zu bleiben, dran weiterzuarbeiten. Und ein ganz wichtiges Thema für mich sind die Gletscher der Alpen.
Da bin ich seit 2-3 Jahren dran. Die schmelzen ja in unglaublicher Geschwindigkeit dahin. Die verlieren jedes Jahr an Länge. Manche von ihnen bis zu 100, 150 Meter Längenverlust pro Jahr. Und hier waren wir 4 Tage unterwegs, um am Gepard-Schwerner zu fotografieren. Ihr seht die Ausrüstung für 4 Tage. 3 Leute mit dabei, der Wörle Andi aus Schledorf, der Heiß Tobi hier rechts im Bild aus Lenkries, 2 Assistenten, 2 Freunde von mir. Und mit diesem großen Equipment wollten wir halt so intensiv wie möglich dort oben diesen Gletscher fotografieren. Und der Plan, der erste Plan für den ersten Tag war das Gletschertor. Da kann man nie genau sagen, gibt es gute Bilder, wie weit kommt man rein, ist es interessant, ist es gefährlich, ist es überhaupt machbar vom Wasserpegel des Flusses her. Und für diese Bilder brauche ich nicht unbedingt einen wolkenlosen Himmel. Weil der ein oder andere Sonnenspot wäre cool, aber es hat erst mal geregnet, wir sind trotzdem abgestiegen und dieses Wetter hat dann für solche Stimmungen gesorgt, die für mich, für mein Projekt auch ganz, ganz wichtig sind. Wir haben es dann geschafft, über diesen Gletscherfluss zu kommen, sind da hin und her gesprungen, mit Regenschirm erstmal da reingelaufen. Es hat vom Eis runtergetropft, es hat vom Himmel aus runtergeschüttet und in dem Moment sind dort unten aus diesem Gepard-Schwerner, jetzt mit der größte Gletscher in den Ostalpen, ungefähr 10 Kubikmeter Wasser pro Sekunde abgeflossen. Es ist unglaublich, was jetzt in den heißen Sommermonaten da eben wegschmilzt. Naja, und dann habe ich da oben drinnen eine Möglichkeit entdeckt, wo ich von ganz weit hinten aus diesem riesigen Gletschertor nach außen fotografieren kann. Also das war groß wie ein 3-4 Stockwerke hohes Hochhaus, dieses Gletschertor. Naja, und dann kam im richtigen Moment ganz kurz die Sonne raus. Hier wieder das mit dem 23er an der Fuji GFX fotografiert. Am nächsten Tag hat man dann tatsächlich mal sehr gutes Wetter, am Anfang wolkenloses Wetter, später kamen wieder ein paar Wolken, was mir aber ganz recht war, weil ich will ja nicht nur diese schönen, ja ich nenne es jetzt mal kitschigen Traumbilder mit blauem Himmel machen, ich möchte das Ganze durchaus auch dramatisch darstellen, einfach die Realität zeigen. Und die Realität, ihr seht es hier an diesen Bildern, die ist grau, die ist braun, die ist leider, leider mittlerweile, was die Gletscher betrifft, sehr oft trist. Und an dieser Stelle ein riesen Dankeschön auch an meine Leute, an den Andi, den Tobi, die mir da immer helfen. Und ja, da geht mein Sterner. Ohne meine Freunde, Assistenten und so weiter, die mir da wirklich mit schweren Rucksäcken, mit Schleppen, mit Leiden, mit Kälte mich unterstützen, mir helfen, ohne die wäre das alles nicht möglich. Ja, und es hat sich bei mir noch was geändert in den letzten Jahren. Ich war früher ja der reine Fotograf und das Thema Video rückte immer mehr in den Vordergrund. Ihr habt jetzt ein paar Making-of-Filme gesehen, wo ich gefilmt wurde. Tja, und das ist der erste Film, den ich komplett im Auftrag für den Tourismusverband selber gefilmt habe.
Also, ihr könnt euch vorstellen, wie sehr mir diese Entwicklung der spiegellosen Systemkameras entgegenkommt. Ich hätte mir nicht vorstellen können, vor 5 Jahren noch, dass man mit so einer kleinen X-T2 und 3 Objektiven so einen Videofilm drehen kann. Also da hat sich richtig, richtig viel getan. Und jetzt zum Schluss noch mal eine ganz andere Richtung. Die Werbefotografie, die Auftragsfotografie. Und wir sind unterwegs auf Sizilien im Auftrag von der Firma Lova, ein Schuhhersteller, und von der Firma Schöffel, ein Bekleidungshersteller. Models dabei, Assistenten dabei, 200 Kilo Ausrüstung, 50 Paar Schuhe, jeder Morgen, jeder Abend eine andere Location, alles total durchgeplant. Und auch hier ist es so, dass ich mittlerweile beide Systeme einsetze. Also nächste Woche geht es schon wieder zur nächsten Produktion und da habe ich natürlich auch die GFX wieder dabei, weil die Kunden einfach sehen, wow, diese Qualität, die können sie nutzen für Messe mit riesigen Werbebannern und. Großer Aufwand, aber wenn ich ehrlich bin, auch große Faszination immer noch für mich, obwohl ich das jetzt wirklich schon sehr, sehr lange mache, das Ganze. Aber es kommen immer wieder neue Eindrücke, neue Erlebnisse dazu. Hier in der Rocca di Novara haben wir einen totalen Föhnsturm erlebt. Von Süden her, aus Afrika, Wind mit 100, 150 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Statt kurze Hose und T-Shirt auf Sizilien hatten wir da oben die Daunenjacken an, die Kapuzen auf, Handschuhe an und dafür aber ganz bizarre Lichtstimmungen. Das wird einem nicht geschenkt, da muss man einfach unterwegs sein, die Begeisterung darf man nicht verlieren, immer daran glauben, dass man das Glück hat. Ja, es wird schon wieder aufreißen, es wird gut und die Erlebnisse, die man mit nach Hause nimmt, die vergisst man nicht. Auch sowas kann man nicht planen, dieses Licht, das kommt einfach daher, entweder man hat es oder man hat es nicht, man muss die richtige Ausrüstung dabei haben, wenn es ist. Und es einfach immer, immer wieder probieren. Jetzt zum Schluss noch ein paar Eindrücke, ein paar Landschaften, ein paar Wanderbilder, ein paar Bergbilder aus dieser Produktion unten auf Sizilien. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Messetag und vor allem wünsche ich euch viel Spaß mit der Fotografie und schöne Touren. Danke.